Moin, moin. Heute möchte ich thematisieren, warum positive Glaubenssätze zu einem Eigentor werden könnten. Ja, der eine oder andere von euch wird sicherlich da draußen auch schon erfahren haben oder auch gesehen haben, dass immer von Positivität, von positiven und guten und schönen Glaubenssätzen gesprochen wird. Und das Ganze möchte ich mir jetzt mit euch ein wenig näher anschauen. Das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Schön, dass du da bist und dir Zeit für diese Meditation nimmst. Diese Meditation soll dich dabei unterstützen, mit positiven Gedanken und einem zufriedenen Geist in den Tag zu starten. Glücklich, motiviert und bereit für alles, was heute kommen mag. Okay, passend zu den positiven Glaubenssätzen, was ja auch in Richtung Affirmation, Manifestation und dergleichen sozusagen mit reinspielt, habe ich ein nettes Zitat mitgebracht. Ja? Es gibt überall Blumen für den, der sie sehen will, von Henri Matisse. Zuallererst möchte ich den Rahmen jetzt ein kleines bisschen größer machen, ja? Bevor wir jetzt positive Glaubenssätze ein wenig näher thematisieren. Und zwar, der ein oder andere von euch wird dieses Bild sicherlich kennen, ja? Von der Matrix, Neo trifft Morpheus. Morpheus bietet ihm zwei Pillen an, eine rote und eine blaue. Die rote, damit wirst du aufwachen, damit wirst du alles erkennen, bei der blauen, da schläfst du weiter. Ja? So nach dem Motto. Das ist ja etwas, was ja auch sehr oft in diesem Erwachen, in diesem spirituellen Kontext sozusagen, ja, gezeigt wird, erwähnt wird. Die Sache ist nur die, dass dort einige Dinge übersehen werden. Vielleicht zunächst einmal, dass dieses Bild der Matrix nicht wirklich neu ist. Ja? Es kommt, wenn man so möchte, eigentlich aus Platons Höhlengleichnis. Platons Höhlengleichnis wiederum ist Teil von Platons Politeia, übersetzt der Staat. Und in der Politeia wiederum thematisiert Platon die Degenerierung der Gesellschaft. Dabei ist der zweitletzte Schritt der gesellschaftlichen Degenerierung die Demokratie, also die Herrschaftsform, die wir quasi jetzt gerade haben oder haben sollen. Und das, was auf die Demokratie folgt, ist die Tyrannei. Das kann man sich vielleicht insofern so vorstellen, als dass man sagt, okay, all diese positiven Dinge, die vielleicht die Demokratie auch mitgebracht haben mag, wie zum Beispiel den Mut, seine Meinung frei äußern zu können, zu dürfen, zu wollen, wie auch immer, darin liegt eine Verführung. Und zwar die Verführung, dass man die eigene Meinung über die Meinung der Mitmenschen stellt und irgendwann vielleicht dann auch tatsächlich dieser Verführung erliegt, einen Menschen, der eine andere Meinung hat, zu negieren, auszugrenzen, ja, vielleicht sogar auch zu töten. Ja? Thematisiere ich auch immer wieder bei meinen Der blinde Fleck Präsentation. Gut. Das vielleicht einfach so als ein erstes größeres Bild, worauf wir uns vielleicht hier und dort einlassen, wenn wir gewissen Autoritäten vielleicht hinterherlaufen. Weil, wenn diese große Glocke, ja, unter der wir sozusagen sind, wenn die weg ist und aufgehoben wird, wird es ja irgendwo vielleicht neue Führer geben. Und wenn wir dann den falschen Führern folgen, dann könnten wir wieder den nächsten Tyrannen haben. Ja? Das gesagt, der nächste Tyrann, das, was nämlich sehr oft übersehen wird bei dem Zitieren des Matrix-Films, wenn man das so nennen möchte, ist nämlich eine Szene am Ende des zweiten Teils der Matrix-Filme. Dort steht Neo vor dem Architekten und der Architekt offenbart Neo, dass das jetzt mittlerweile die sechste Version einer Matrix ist. Und Neo sagt, okay, gut, entweder hat es mir niemand gesagt oder niemand weiß es. Wie gesagt, der nächste Tyrann, die nächste Matrix. Ihr könnt an dieser Stelle, und das mache ich jetzt, nicht mehr sagen, niemand hat euch darauf hingewiesen, es hat euch niemand gesagt, dass wir hier vielleicht in einer Matrioschka-Matrix leben. Wie gesagt, auf die Demokratie folgt eventuell eine Tyrannei. Und dann ist das, was wir hier die letzten Monate erlebt haben, Ringelpiez mit anfassen. Dann ist das vielleicht keine, ja, politisch-mediale Tyrannei, sondern vielleicht eine, ja, spirituelle Tyrannei. Ja? Gut, ich möchte jetzt den Weltbildaufbau von mir ein wenig näher thematisieren. Und zwar fange ich dann mal ganz gerne mit meinem Lieblingszitat an. Wenn ein ehrlicher Mensch erkennt, dass er irrt, dann wird er sich entweder seines Irrtums oder seiner Ehrlichkeit entledigen. Ja? Das ist etwas, was wir uns anschauen wollen, wenn wir jetzt gleich die positiven Glaubenssätze ein wenig näher thematisieren wollen.
Und dabei möchte ich jetzt betonen, dass ich gar nicht auf diese klassischen Weltbilder wie geozentrisches, heliozentrisches Weltbild aus bin oder wie Sonne, Mond und Sterne angeordnet sind. Nein, ich möchte jetzt vom individuell einzelnen Menschen ausgehen. Und dabei bemühe ich jetzt zunächst einmal das Bild eines Eisbergs. Ihr kennt ja sicherlich alle den Spruch, das ist nur die Spitze des Eisbergs und darunter liegt bekanntlich noch so viel mehr. Ja? Und das ist etwas, was wir uns vielleicht auch anschauen sollten, wenn wir von positiven Glaubenssätzen sprechen wollen. Auflösung folgt jetzt gleich zum Schluss. Ja, also noch ein klein wenig Geduld. So, und wenn ich mir vorstelle, wie der Mensch als solches im Moment dasteht, ja, viele Menschen, dann gibt es gewisse Dinge, mit denen sie sich identifizieren, was sie für ihr Ich halten. Ja, also wenn wir uns zum Beispiel anschauen, Geist, Seele, Körper, ja, wie wir nach und nach sozusagen das Geistig-Seelische von uns abgesprochen haben und uns als Mensch eigentlich nur noch auf unseren Körper reduziert haben, dann bin ich sozusagen nur noch mein Körper. Ja, das ist sozusagen der erste Glaubenssatz, den ich in mir drin habe. Und wenn ich mir dann überlege, wo kommt denn vielleicht dieser Glaubenssatz her und die Geschichte, ja, ist über Generationen weitererzählt worden, dann schaue ich als erstes vielleicht auch auf mein soziales Umfeld. Ja, wie mir mein soziales Umfeld diesen Glauben, dass ich so vielleicht nur noch mein Körper bin, wie mir mein soziales Umfeld diesen Glauben vorlebt. Ja? Die Eltern, die Geschwister, Tante, Onkel, Familie, Nachbarschaft, die ersten Lehrer in der Schule und dergleichen mehr. Ja? All diejenigen, die mir sozusagen neue Glaubenssätze übergestülpt haben, wenn man das vielleicht so nennen möchte. Dieses soziale Umfeld wiederum ist Teil unserer Gesellschaft, ist in der Gesellschaft eingebunden, ja? Wo dann auch gewisse Autoritäten, politisch-medial, gewisse Narrative vorgeben, ja? Was wir auch die letzten Monate gesehen haben und wo dann halt viele Menschen halt einfach dem Ganzen folgen, ohne es weiter zu hinterfragen. Und die Gesellschaft selbst baut auf einem gewissen Glauben, auf einem gewissen Wissen auf. Ja? Also da kommen wir jetzt in dieses Thema Glaubenssätze auch dann irgendwo rein. Und das kann dann religiös sein, das kann dann aber auch Wissenschaft sein. Und manchmal ist es auch etwas, bei welcher die Wissenschaft glaubt, etwas zu wissen. Aber es eigentlich gar nicht wirklich weiß. Und das liegt daran, dass die Wissenschaft oder auch meinetwegen Religion, der Glaube, nicht wirklich weiß, wie Erkennen funktioniert. Ja? Es ist ja eigentlich das Erste, um Wissen zu erlangen, muss ich ja eine Vorstellung davon haben, wie Erkennen funktioniert oder was Erkennen auch ist. Ja? So, und dieses Erkennen ist insofern wichtig, weil wenn ich die Wirklichkeit nicht als das erkenne, was sie wirklich ist, dann werde ich sehr wahrscheinlich etwas anderes leben, weitererzählen, als das, was die Wirklichkeit repräsentiert. Dann bin ich ganz schnell in einer Ideologie drin. So, und das Ganze schauen wir uns jetzt mal mit dem Zitat von Benjamin Franklin an. Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, der wird am Ende beides verlieren. Denn wenn wir uns jetzt dieses Weltbildmodell ein wenig näher anschauen, dann gibt es Menschen, die sich die Freiheit nehmen, auf die unterschiedlichsten Ebenen dieses Weltbildes sozusagen einmal zu schauen, einen Blick zu werfen. Und es wird andere Menschen geben, die nach einer gewissen Scheinsicherheit streben und es nicht zulassen können, dass sozusagen die Ebene unter einem hinterfragt wird. Weil was passiert, wenn die Ebene unter diesem Weltbild sozusagen hinterfragt wird? Das Ganze könnte sich anfühlen, als würde dort gerade ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Das ist dann emotional auch sehr stark eventuell belastend. Und dann kommen wir in dieses Thema der Angst. Ja? Und vielleicht kennt ihr auch diese Spiele aus Kindertagen. Der eine baut ein Kartenhaus auf, er versucht es zumindest, und der andere versucht es kaputt zu machen. Das ist ungefähr das, was hier gerade geschieht. Ja? Und wir müssen dann aufpassen, dass wir dann beim Thema Glaubenssätze, wenn wir versuchen, uns mit positiven oder anderen Glaubenssätzen auseinanderzusetzen, dass wir dieses Weltbild nicht nur, ich sag mal hier bis zur vierten Ebene abbauen, sondern wir müssen uns auch diese Ebene der Erkenntnis, die müssen wir uns anschauen. Weil was nutzt mir ein positiver Glaubenssatz, wenn dieser Glaubenssatz nicht wahr ist? Bin ich dann am Ende nachhaltig tatsächlich glücklich? Ja, das ist ja etwas, was dann da in diesem Video unter anderem auch thematisiert wurde.
Kann ich dann wirklich glauben, kann ich dann wirklich glücklich sein, einer Lüge zu folgen, einer Lebenslüge? Und ja, die Beschaffenheit der Gedanken, von der Marc Aurel in dem Zitat da gesprochen hat, vielleicht hängt die Qualität dann tatsächlich an wahren Glaubenssätzen. Ja, davon hängt sie ab. Und wenn wir uns jetzt dieses Weltbildmodell ein wenig näher anschauen, dann ist hier vielleicht mehr oder weniger für euch auch schon zu erkennen, dass eigentlich auf jeder Ebene eine Matrix lauert und dass das Ganze aufgebaut ist wie eine Matrioschka-Matrix. Und wir da verdammt nochmal aufpassen müssen, was wir da machen, weil wenn wir hier einer falschen Erkenntnistheorie sozusagen folgen, die den Materialismus hofiert und sozusagen die Wirklichkeit nur durch einen materialistischen Filter uns erkennen lässt, dann werden wir diesen Lebensirrtum sozusagen bis in unser vermeintliches Ich mit hinaufziehen. Und dann kann das Ganze auch einen noch so schönen und deutlichen, wie soll ich sagen, Rahmen von vermeintlicher Spiritualität haben, dann ist es am Ende doch wiederum unvollständig, vielleicht sogar auch tatsächlich materialistisch, ja. So, und dann kann sich ja jeder überlegen, was dann dort sozusagen geschieht, ja, vielleicht auch nochmal auf die Bedeutung dieser Ebene, um darauf nochmal zu sprechen zu kommen. Eine Zeit lang war ich im Garten- und Landschaftsbau beschäftigt, ja, und da haben wir dann unter anderem auch Terrassen gelegt. Und diese Terrassen, die brauchen einen sauberen, sage ich jetzt mal, Untergrund. Ja, dort reicht es nicht, einfach nur auf einem Rasen zum Beispiel irgendwelche Platten zu legen und dann zu sagen, okay, die Terrasse, die wird dann schon eben sein und da werde ich Freude dran haben, da werde ich glücklich mit sein. Nein, das Ganze muss auch verdichtet werden, der Boden, weil er ansonsten eventuell weiter absackt und dann habe ich eine schiefe Terrasse. Dann wiederum muss ich aber eigentlich auch auf den Boden achten, auf dem ich das Ganze mache. Weil dieser Mutterboden als solches eine andere Konsistenz hat, zum Beispiel als Kiesboden, den ich dann mit einem Rüttler, mit einer Rüttelplatte verdichten kann. Ja? Das Fundament ist da sehr wichtig, um langfristig Freude an meiner Terrasse zu haben. Jetzt ist es bei Terrassen vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn ich mir dann aber vielleicht so einige Häuser anschaue oder mir das vorstelle. Und da ist das Fundament nicht ordentlich gemacht worden, nicht ordentlich abgedichtet oder verdichtet worden, der Untergrund. Und ich gieße dann dort mein Fundament, ja, dann könnte es sein, dass ich dann irgendwann ein schiefes Fundament habe, das Haus bekommt eine gewisse Schräglage, erste Risse in der Fassade entstehen und irgendwann ist vielleicht dieses Haus einsturzgefährdet. Ja. Ich weiß nicht, ob dann jedes Haus unbedingt so aussehen muss wie der schiefe Turm von Pisa, aber ich denke, ihr könnt in etwa begreifen, worauf ich hinaus möchte. Ja, wie instabil ein Weltbild ist, wenn wir diese Ebene, wenn wir uns mit der Frage nicht auseinandersetzen, welche Erkenntnistheorie ist wahr? Und da müssen wir dann genauer hinschauen, um dann auch darüber urteilen zu können, welcher Glaubenssatz ist dann wahr? Und ist ein positiver Glaubenssatz, ist er am Ende erst dann wirklich nachhaltig positiv, wenn er wahr ist? Oder einfach nur dann, wenn er vielleicht in dem ersten Moment sich schön anfühlt? Ich meine, ein oder andere von euch wird sich sicherlich mit Nachhaltigkeit auseinandergesetzt haben, ja? Nachhaltiger Produktion. Und ja, solange die Frage nach der wahren Erkenntnistheorie, solange die nicht gestellt wird, laufen wir Gefahr, von einer Matrix in die nächste Matrix zu laufen, weil wir dann das Weltbild nur bis zu einem gewissen Grad, unser Weltbildmodell sozusagen abbauen. Und dann sind wir in der nächsten Tyrannei. Und dann ist das, was da draußen gelaufen ist, bislang quasi nur Ringelpiez mit Anfassen. Und dann haben wir dann, wie gesagt, keine politisch-mediale Tyrannei, sondern eher, ja, vielleicht durchaus auch eine spirituelle, ja, die sich anmaßt, spirituell zu sein. Gut, das für heute, das für dieses Video. Ich wünsche euch ein paar wahre Gedanken, wahre Glaubenssätze. Bis dann. Tschüss.